Moin Morgen, Sigrauts-Freunde. Willkommen zurück hier bei uns auf dem Kanal und willkommen zur nächsten Vorstellung eines Premium-Trägers. Das ist jetzt hier die Graf Zeppelin. Und ja, wenn ihr schon ein Video in unserer Schiffsvorstellungsreihe gesehen habt, wisst ihr, wie es abläuft. Wir erzählen euch was zur Geschichte und so weiter. Hier kommt es jetzt noch zusätzlich dazu, dass wir versuchen, die Premium-Flugzeugträger alle miteinander zu vergleichen. Die sind ja nur alle wieder neu gekommen nach dem CV-Rework und wir wollen hier so ein bisschen ein Ranking einsetzen. Es ist natürlich super schwierig und ja, schaut es mir bitte nach oder seht es mir bitte nach, wenn ich da nicht ganz eure Meinung vielleicht treffe. Es ist meine persönliche Meinung. Ich versuche euch so ein bisschen einen Guide zu geben und eine Idee zu geben, warum ich so entschieden habe. Aber am Ende hat jeder seine eigene Meinung. Ne? Ich hoffe trotzdem, dass ich euch eine Hilfe bieten kann mit diesen Art von Video. Also welche Träger jetzt möglicherweise der stärkere oder schwächere oder wie auch immer ist. Wird ja immer viel darüber gesprochen. Kommen wir also ganz kurz zur Geschichte des Schiffes. Die Kielung der Zeppelin war 1936. Der Stapellauf war in der schönen Stadt Kiel 1938. Wurde dann aber doch nicht fertig gebaut, denn 1939 wurde beschlossen, dass Material, Ressourcen, Manpower, Geld und so weiter alles in den Bau der U-Boote gesteckt werden soll und deswegen wurde der Bau gestoppt. Die Zeppelin wurde umgeschleppt in verschiedene Häfenstädte, um da als Lager oder Unterkunft für Soldaten zu dienen und so weiter und so fort. Im Laufe des Jahres 1942 stellte man fest, boah, Träger sind ja dann doch recht wichtig geworden. Wir wollen mal die Graf Zeppelin weiterbauen. Wir haben da ja noch so ein Ding. Das Schiff wurde zurück nach Kiel geschleppt. Da wurde dann im November 1942 angefangen, dieses Schiff weiterzubauen. Bis dann im Jahr 1943 der Befehl kam, dass alle Bauten an Großschiffen eingestellt werden sollten. Und davon war dann auch die Graf Zeppelin betroffen und das finale Schicksal war dann besiegelt. Sie wurde in die Oder geschleppt, wo sie auch verblieb bis zum Ende des Krieges. Dort wurde sie dann von den Alliierten unter Beschlag genommen, geprüft, angeschaut, Konstruktionsmerkmale kopiert etc. pp. Ja, später gab es dann auch Beschusstests und der Träger sank dann in der Danziger Bucht und liegt jetzt in 80 Meter Tiefe, wo das Schiff wiederentdeckt wurde. Und zwar am 12. Juli 2006 bei Ölbohruntersuchungen in der Ostsee. Da ist man auf dieses Wrack gestoßen. Wie ist das Schiff jetzt hier von Wargaming ins Spiel integriert worden? Ist der einzige deutsche Flugzeugträger, der aktuell im Spiel ist. Und ja, wir wollen das, wie gesagt, so ein bisschen einsortieren. Fangen wir direkt an mit den Trefferpunkten. 52.600, das ist von der Anzahl her der zweithöchste Wert. Allerdings haben wir hier nur 16% Torpedo-Schadensverringerung, das ist der drittschlechteste Wert. In Summe sorgte dafür, dass ich für die Überlebensfähigkeit des Schiffes einen Platz 3 vergeben habe. Die Enterprise liegt auf Platz 2 und die Kaga da sogar auf Platz 1 liegt einfach an der Torpedo-Schadensverringerung und der Unterschied von den Trefferpunkten ist, ja, für Kaga liegen wir schon sowieso schon zurück und zur Enterprise ist der Unterschied nicht mehr so groß. Deswegen, für mich ist der Torpedo-Schadensverringerungswert relativ wichtig. Deswegen wollen Flugzeugträger ja immer sehr häufig außer Distanz unentdeckt torpediert werden. Also eher zumindest, als sie beschossen werden meistens. Also das ist so zumindest die Erfahrung, die ich oft ja, so festgestellt habe in meinen Gefechten. Deswegen ist ganz knapp mit der Enterprise, aber ich habe mich hier für Platz 3 entschieden. Dann geht es weiter mit der Panzerung und die ist so lecker wie die von der Enterprise, kann man sagen. Denn auch hier ist das Deck, wenn jetzt alles eingeblendet werden würde, auch gut gepanzert. Wir haben 25 mm, auch da kann man wieder sagen, die 152 mm HE-Schleudern unter euch, die dieses Video jetzt schauen, die sollten wissen, dass ihr hier nur mit IFAE durchkommt. Ohne IFAE kommt ihr hier nicht durch, es sei denn, ihr habt einen deutschen Kreuzer jetzt als Beispiel, die Nürnberg 152 mm und dann IFAE drauf, dann kommt ihr auch durch diese 20 mm durch, sonst eben nicht, dann müsst ihr die Aufbauten treffen oder hier an der einen an der Seite eben die 21 mm, da kommt ihr dann auch da vernünftig hin. Sonst kann man ganz kurz noch die Zitadelle zeigen, die hier deutlich unter Wasser liegt, kann man gut erkennen. Overmatch ist von vorne möglich, auf jeden Fall. 21 mm und hier ist die Einlass in die Zitadelle doch recht groß, also zumindest größer als bei der Enterprise zum Beispiel. Und deswegen könnt ihr da durchaus auch mal eine Zitadelle frontal fressen.
Allgemein, ja, ist aber sicherlich nicht so wahrscheinlich. Den Träger kann man gut frontal auch einsetzen und dann hält er doch eine ganze Menge aus. Gut, nächster Punkt ist dann sind dann die Flugzeuge. Das ist nämlich die Hauptbewaffnung von so einem Flugzeugträger. Auch wenn man bei der Graf Zeppelin durchaus die Sekundärbatterien mit erwähnen sollte. Da kommen wir aber später drauf zurück. Ja, zuerst kommen wir hier zu den Schlachtflugzeugen. Die haben bei mir den Rang 3 bekommen. Warum haben sie bei mir den Rang 3 bekommen? Erstens, die haben fast die niedrigsten Trefferpunkte von unseren vier Premium-Flugzeugträgern überhaupt. 1130 ist gerade mal 20 mehr als die Kaga. Dann sind sie ultimativ langsam, nämlich deutlich langsamer als die Kaga. Das Einzige, was man da vielleicht positiv hervorheben kann, ist die Flugzeugwartungszeit mit 79 Sekunden. Wir haben nur zwei Flugzeuge, die angreifen und jedes Flugzeug trägt nur vier Raketen. Die Raketen haben es in sich, 4450 Punkte, 25% Brandwahrscheinlichkeit, ist alles soweit in Ordnung. Aber ja, also man fühlt sich nicht wirklich wohl mit den Dingern, vor allen Dingen, weil sie wenig Trefferpunkte haben und nur dafür geeignet sind, große Ziele anzugreifen. Ihr könnt damit eigentlich schwer DDs treffen und ihr solltet mindestens Kreuzer, wenn nicht sogar eher Schlachtschiffe angreifen, und selbst da müsst ihr aufpassen, denn Kurfürst und Großer Friedrich zum Beispiel sind so gut gepanzert, dass die 40 mm da meist nicht durchkommen, wenn ihr nicht die Aufbauten trefft. Ja, also wenn ihr da den vorderen Teil bei den Geschützen irgendwo trefft oder irgendwie abrutscht, was auch immer, dann ist es einfach schwierig, damit richtig Schaden zu machen. Ja, andere Schiffe wie jetzt Conqueror, Richelieu, Jean Bar oder so eine Sachen, die werden schnell und ordentlich penetriert mit den 40 mm. Aber eben auf DDs könnt ihr da nicht vernünftig mit raufgehen. Deswegen, in Summe, ist das eher so lala und fühlt sich nicht besonders gut an. Deswegen der Platz 3. Auf Platz 4 liegt da die Kaga übrigens. Und ja, ich denke, das ist Begründung genug. Kommen wir zu den Torpedobombern. Die Torpedobomber haben 1470 Trefferpunkte und damit nur die drittmeisten unserer vier Prima-Flugzeugträger. Der größte Vorteil der deutschen Torpedobomber ist die hohe Geschwindigkeit. Die ist wirklich outstanding und übertrifft manche sogar mit Motorboost, fliegen nicht so schnell wie ihr standardmäßig. Und das ist wirklich eine Sache, die auszunutzen gilt. Ja, wenn ihr Zeppelin fahrt, nutzt eure Geschwindigkeiten, um schnell von A nach B zu kommen, um eure Verbündeten oder für eure Verbündeten aufzuklären. Ihr könnt schnell an die Schiffe ranfliegen und auch ganz schnell wieder raus aus den Flakzonen. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Vorteile. Denn es gibt auch wieder Nachteile, leider. Ihr habt eine 80 Sekunden Flugzeugwartungszeit, das ist der zweitbeste Wert. Aber viel größer finde ich eigentlich den Nachteil, dass ihr drei Torpedos absetzt, die nur 4533 Schaden machen. Das ist super, super gering und der schlechteste Wert. Ja, wenn man jetzt die Alpha Damage zusammenrechnet mit der Anzahl der Torpedos, dann, wie gesagt, da bleibt nicht mehr viel übrig. Da sind wir bei 13.500 ungefähr. Ja, alle anderen Schiffe machen deutlich mehr an Schaden. Und am Ende kommt es ja ein Stück weit darauf an. Der Torpedo-Damage ist einfach euer Haupt-Damage, wenn man dazu sagen möchte. Dazu kommt, dass die Torpedos langsam sind, auch wenn sie weit schwimmen. Scharfschaltdistanz sind über einen halben Kilometer, 537 Meter, um genau zu sein. Und ja, irgendwie finde ich vielleicht einen Ticken zu doll genervt zum Spiel. Ja, vielleicht werden die Torpedos mit einer 1000 Punkte mehr, bevor er wurde ja gemacht, dass sie die Torpedoschaden verringert haben, einfach ein Ticken angenehmer gewesen und hätte hierfür eine bessere Platzierung gereicht. Für mich sind die Torpedobomber tatsächlich die schlechtesten im Spiel. Auch wenn sie super, also im Spiel von den vier Premium-Flugzeugen, immer wieder sagen. Ne? Wir vergleichen immer nur die vier Premium-Flugzeuge gerade. Die haben zwar eine super geile Geschwindigkeit, aber am Ende ziehen die eben nicht die Butter vom Brot mit ihren relativ schmalen Trefferpunkten. Außerdem habt ihr noch einen großen Nachteil, denn die Einzielzeit mit der Graf Zeppelin ist super lang bei den Torpedobombern. Ihr braucht hier unbedingt die Visierstabilisierung, dass ihr einigermaßen angenehm euch auf das Ziel einzielen könnt. Wie gesagt, den einzigen Vorteil, nutzt die Geschwindigkeit aus. Das ist das, was ich euch da nur raten kann. Und das ist eigentlich schon fast alles, was man dazu sagen kann. Von den Flugzeugen an Deck, 14 Flugzeuge, ist dann ja genauso gut wie die Enterprise. Allerdings macht die Enterprise eben mit ihren Torpedos
Er hat auch drei Flugzeuge, aber einfach mal über 2000, also fast 2000 Schadenspunkte mehr pro Torpedo. Ne? Das ist einfach mal so ein Riesenpunkt, der da irgendwie mit reinzählt. Für mich fühlt sich das bei der Graf Zeppelin nicht schön an. Abgesehen mal davon, dass der Wendekreis der Torpedobomber riesengroß ist. Habt ihr erst drei abgeworfen, ne? Fliegt ihr immer noch ziemlich zügig und der Wendekreis, umso schneller ein Flugzeug fliegt, desto größer ist der Wendekreis. Das ist so, ja, das ist einfach nicht schön, um die nächsten Torpedos wieder ins Wasser zu werfen, wenn ihr nicht irgendwie einzelfahrende Schiffe erwischt. Wenn wir mit den Torpedobombern fertig sind, dann kommen wir natürlich zu unseren normalen Bombern und das sind hier AP-Bomben. AP-Bomben, die es in sich haben, denn die haben einen Alpha-Damage-Wert von 7000. Das ist der beste Alpha-Damage-Wert von den AP-Bomben hier von den vier Trägern. Und wir haben 1410 Trefferpunkte. Die Geschwindigkeit ist ebenfalls wieder outstanding, kann man wirklich sagen. Ist wieder der schnellste AP-Bomber oder Bomber überhaupt. Ja, selbst wenn man das mal mit den HE über einen Kamm schert, dann ja, kann sich das auch wirklich sehr, sehr gut sehen lassen. Großer Nachteil ist wieder mal, ja, ihr habt nur zwei Flugzeuge, jedes Flugzeug trägt nur eine Bombe, das heißt, ihr bringt nur zwei Bomben ins Ziel und könnt also maximal 14.000 Schaden machen mit einem Anflug. Die Trefferpunkte sind die drittmeisten nur. Das ja, ist leider dann auch wieder der Richtungszeig in ja, eher Durchschnitt anstatt richtig geil, weil das beschert den Bombern den Platz 3, weil ihr eben halt auch nur AP-Bomben dabei habt. AP-Bomben sind nicht so effektiv wie HE-Bomben, weil HE-Bomben einfach auf sehr viele Ziele angewandt werden können und eben die AP-Bomben von den Deutschen auf Schlachtschiffe und Kreuzer. Vorteil ist wiederum, dass ihr hier eine kreisförmige Kreis als Zieleinrichtung habt und der ist sehr, sehr eng und sehr, sehr klein. Das heißt, ihr könnt auf Schlachtschiffe auf jeden Fall sicher Treffer landen und die sind in der Regel auch immer Zitadellentreffer. Nichtsdestotrotz ist es mit HE-Bomben einfach viel, viel einfacher, die Gegner zu treffen, die Gegner anzuzünden und mit denen auch relativ viel Schaden zu machen, die dann auch noch deutlich mehr Schaden machen. Also die Kaga hat mit ihrer einen Bombe 8800 und die Saipan sogar 11.000. Ja, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dabei haben die noch immer mehr Bomben dabei. Also das ist wirklich krass und deswegen kommt hier die Graf Zeppelin nur auf Platz 3 in meiner Wertung. Die Enterprise ist da meiner Meinung nach noch schlecht. Dann kommen wir zu dem nächsten Wert und der nächste Wert ist die Artillerie. Und da belege ich die Graf Zeppelin Rang 1. Nachdem wir jetzt so ein bisschen die Flugzeuge gebasht haben, kann man fast sagen, oder einsortiert haben. Rang 1 für die Graf Zeppelin in der Artillerie ist, denke ich, ganz klar. Ihr habt hier bei den 150mm ein Viertel Pen, 37mm penetriert ihr, 6,3 Kilometer ist die Reichweite. Das ist super geil. Ja? Da heißt, ihr könnt da sogar noch die Sekundärreichweite skillen, was hier übrigens durchaus Sinn machen kann. Ne? Und ja, dann habt ihr noch 105 mm, also die Bewaffnung an sich, die ist schon wirklich besonders. Die Anzahl der Rohre und so weiter. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die Reichweite kombiniert ist ganz klar Platz 1. Und ja, damit können wir schon dann direkt übergehen zur Luftabwehr. Und die Luftabwehr ist na, nicht das Gelbe vom Ei. Kann sich sehen lassen. Nichtsdestotrotz, sie hat nämlich dreimal Kurz-, Mittel- und, also sie hat drei Ringe, Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Das, ihr wisst, umso mehr Zwiebelprinzip, umso mehr ihr quasi davon habt, desto besser ist das. Andere Träger haben sogar teilweise nur zwei Ringe. Die Enterprise ist hier sicherlich Klassenprimus, aber die Graf Zeppelin kommt dann dahinter. Die Anzahl der Explosionen ist ganz ordentlich, die ihr da verursacht, 12 Stück. Und ja, der Schaden ist... Der kontinuierliche Schaden ist jetzt nicht super hoch, allerdings die Anzahl der Explosionen macht es für einen Trägerpiloten, der euch angreift, schon schwierig, da euch regelmäßig zu torpedieren, in Verbindung dann auch mit den Jagdflugzeugen und so weiter. Daher Platz 2 in der Luftabwehr. Und dann kommen wir noch zur Manövrierbarkeit und zur Verborgenheit. Und ja, die gehört für mich so ein bisschen zusammen in der Kategorie. Wir haben eine ganz angenehme Höchstgeschwindigkeit mit 32 Knoten. Der Wendekreis ist der größte aller Träger von den Vieren. Und die Ruderstellzeit ist auch nicht die schnellste mit 13,7 Sekunden. Es gibt Träger, sind langsamer. Es gibt aber die Enterprise, die zum Beispiel schneller ist. Und das Schlimmste eigentlich in deren Verbindung ist 16,2 Kilometer Sichtbarkeit. Das ist fast so weit, also fast so weit wie ein Schlachtschiff auf den hohen Tierstufen. Und deswegen gibt es für mich hier nur Rang 3. Die Kaga ist noch schlechter in der Kombination. Ne? Von der Sichtbarkeit her nicht, aber dann hier in anderen Werten.
Deswegen hat die Kaga bei mir dann einen schlechteren Rang. Aber den besten Rang hat zum Beispiel die Saipan, um das einfach mal einzusortieren. Weil die von Hause aus schon 12,2. Die fährt schneller, die hat einen engeren Wendekreis. Also da, nur damit ihr das mal so ein bisschen greifen könnt, warum ich euch jetzt hier was von Rang 3 erzähle für die Manövrierbarkeit und Sichtbarkeit zusammen. Ja, ja, das muss man einfach so sagen. Und wir kommen hier am Ende, wenn ich alles zusammenrechne, bei meinen Schulnoten auf eine Durchschnittsnote von 2,71. Das ist das, was man vielleicht mal so mitnehmen kann. Und ja, könnt ihr euch gerne notieren. Wie gesagt, es kommen noch weitere Videos in dieser Richtung. Wir haben euch jetzt hier die ganzen Zahlen so ein bisschen aufgelistet. Jetzt kommen wir weiter zu den Schulen. Und da gibt es hier eine Besonderheit bei der Graf Zeppelin. Denn wir haben hier bei den Schlachtflugzeugen einmal Motorkühlung mehr als alle anderen Träger, die im Spiel, also alle anderen Premium-Träger, die im Spiel gerade vorstehen. Ja, das ist also eine nette Sache auf jeden Fall, weil ihr nämlich bei den Schlachtflugzeugen sowieso eher dazu verleitet seid, ständig die Taste W zu drücken, weil die Beine langsam sind. Und ja, das ist also passend. Dann gibt es hier natürlich wieder Schadensbegrenzungsteam 1 und Jäger 1, wie welche automatisch ausgelöst werden, sobald ihr Brand oder Flutung habt. Oder weil, sobald ihr eben entdeckt seid, starten die Jäger, die 10 Minuten um euch rumkreisen, 3 Kilometer ist der Aktionskreis. Ihr habt 4 Jäger, das heißt, ihr könnt 4 Flugzeuge abschießen und nach 40 Sekunden starten die dann wieder neu. Ja, das ist tatsächlich so. Ihr könnt nur die Anzahl von gegnerischen Flugzeugen abschießen, die eure Jäger selber in der Staffel groß sind. Also wenn ihr 4 Jäger habt, könnt ihr 4 Flugzeuge abschießen, danach landen die einfach wieder. Das ist neu seit dem CV-Review. Kommen wir jetzt dann zu den Verbesserungen. Sinnvolle Verbesserung, Slot 1, Luftgruppenmodifikation 1. Ganz klar. Dann Slot 2, Motormodifikation für mehr Motorboostdauer. Dann gibt es Slot 3. Da geht es nämlich jetzt schon los. Schlachtflugzeuge sind die schlechtesten oder fast die schlechtesten im Spiel. Torpedobomber sind jetzt auch nicht so besonders, aber ihr verlängert ja hiermit nur die Zielzeit. Ja, die Zielzeit bei den Torpedobomber bei den Deutschen ist schon super lang. Und deswegen müsst ihr das hier gar nicht boosten, weil ihr habt schon 15 Sekunden. Und deswegen könnt ihr euch hier zur Flak- oder zur Sekundärbatterie entscheiden. Ich entscheide mich hier für Sekundär, um die Reichweite und die Streuung, also um die Reichweite zu erhöhen und die Streuung zu minimieren. Und dann kommen wir hier auf 7,5 Kilometer schon. Ja, das ist auf jeden Fall mal cool, um sich gegen DDs vielleicht dann doch wirksam zu verteidigen. Und der nächste Punkt ist dann der Slot 4, wo ihr euch hier entscheiden könnt, welche Trefferpunkte ihr weiter boostet. Meiner Meinung nach Schlachtflugzeuge wenig sinnvoll, weil ja nicht so häufig vernünftig gut einzusetzen. Ihr müsst euch entscheiden, entweder für die AP-Bomber oder für die Torpedobomber. Am zuverlässigsten, am ja, sinnvollsten meiner Meinung nach sind die Torpedobomber. Damit fühle ich mich einfach noch einen Ticken wohler, auch wenn die AP-Bomber auch nicht schlecht sind. Die sind nahezu auf einer Ebene von so vor diesem Gefühl, wenn man sich innerhalb dieses Schiffs entscheiden muss. Von daher könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass ihr auch auf die AP-Bomber geht. Allerdings mit dem Hinterkopf, was ihr im Hinterkopf haben müsst, ihr habt super schnelle Flugzeuge. AP-Bomber müssen immer groß wenden, ja, also so eine große Schleife fliegen, um dann wieder von hinten nach vorne anzufliegen. Und damit der Dropwinkel einfach für die Bombe gut ist. Und das ist natürlich bei schnellen Flugzeugen super groß und bei langsamen Flugzeugen fliegt eben eine sehr enge Kurve. Und deswegen, ja, ist das so eine Sache, ich würde mich daher lieber für die Torpedobomber entscheiden. Auch weil sie von Hause aus schon mehr Trefferpunkte haben, ne? 7,5% auf 1470 oder 7,5% auf 1410 ist einfach ein Unterschied. Und dann geht's weiter. Auch da müssen wir ganz klar sagen, baut hier die Tarnsystemmodifikation ein, weil euer Träger so schweineweit zu sehen ist. Ja, das müsst ihr unbedingt runterskillen, sonst habt ihr nicht sehr viel Chancen in Gefechten. Und deswegen geht das hier rein. Dann gibt es eigentlich kaum eine andere Wahl. Ja, das andere beschleunigt zwar die Flugzeuge an Deck und ihr habt auch mehr Flugzeuge zum Beginn des Gefechts an Deck, aber ihr seid einfach so weit zu sehen, dass ihr relativ früh schon beschossen werden könnt. Nur dadurch, dass ein anderer Träger in der Nähe irgendwo etwas torpediert, und zwar in der Nähe von 16,2 Kilometer, könnt ihr schon entdeckt werden. Und wenn ihr auf eine Karte spielt, wo sehr viel Wasser dabei ist und ihr noch nicht hinter einer Insel seid, dann seid ihr auch ganz schnell Mode, weil ihr ganz regelmäßig dann schon vor euren Gegnern beschossen werdet.
So, jetzt haben wir Verbrauchsmaterialverbesserung durch. Jetzt gucken wir uns schnell noch Äußeres an. Denn diese Graf Zeppelin hat hier eine schöne Tarnung dabei. Die sieht echt cool aus. Erkennbarkeit zu Wasser reduziert um 3%. Streuung der Granaten erhöht um 4%. Schiffswartungskosten um 10% reduziert. Um 50% gibt es EP je Gefecht on top. Darum die Tarnung auf jeden Fall rein und automatisch immer aktiviert lassen, sodass das immer wieder jedes Gefecht eingesetzt wird. Jetzt hat der Client hier wieder seine Sorgen. Und jetzt kommen wir dann zu den sinnvollen Signalflaggen. Ihr solltet also die November Echo Set 7 einsetzen, um eure Flugabwehr weiter zu verbessern. Und dann geht es eigentlich weiter. Ihr könnt diese Sachen hier, India X-Ray und Victor Lima, könnt ihr eigentlich beiseite lassen, weil ihr habt nur eine Art, wo ihr Feuerschaden machen könnt. Und das sind eure Raketenflugzeuge. Und die setzt ihr ja wahrscheinlich nicht so häufig ein, aufgrund der geringen Trefferpunkte und der langsamen Geschwindigkeit und der geringen Anzahl von Raketen, also den ganzen Geschichten. Und deswegen, Juliet Whisky Una One ist ganz, ganz wichtig, denn mit den Torpedos trefft ihr in der Regel relativ gut. Ihr könnt sie relativ nah an den Gegner absetzen, auch wenn es nicht der beste Wert ist. Und ja, dann habt ihr mindestens Flutungsschaden, wenn ihr im vorderen Bereich der Schiffe trefft oder im hinteren Bereich. Genau in der Mitte ist nicht so gut, weil da eben die Torpedowülste sind, die den Schaden von euren Torpedos ein bisschen verringern, also teilweise deutlich verringern, nicht nur ein bisschen. Deswegen solltet ihr immer zusehen, dass ihr in der vorderen Hälfte oder in der hinteren Hälfte so ein bisschen trefft, wo eben die Torpedowülste nicht sind. Das maximiert euren Schaden. Und dann geht's weiter. Sierra Mike ist natürlich eine sinnvolle Sache. Und dann natürlich November Foxtrot ist eine sinnvolle Sache, um schneller Verbrauchsmaterial parat zu haben. Und mit Sierra Mike schwimmt das Schiff eben schneller, nämlich jetzt dann 33,6 Knoten. Wie gesagt, wenn ihr gerne die Raketen einsetzt, dann solltet ihr hier ruhig Victor Lima mit einsetzen. Einen Tipp kann ich euch noch geben. Mit dem Update 083 wird voraussichtlich die India-Delta-Flagge die Reparatur für die Torpedobomber verbessern. Und dann wäre India-Delta für euch auch eine Flagge, ein Signal, was definitiv attraktiv ist, um einfach mehr Trefferpunkte wiederherstellen zu können. So, dann habt ihr theoretisch noch ja, 3 2-Slots im Quadrat. Die könnt ihr damit ökonomisch und anderen Signalen eben auffüllen. Dann kommen wir noch zu den Flaggen. Ja, da ist nichts Besonderes dabei. Von daher einfach irgendeine Flagge reinpacken. Es sei denn, ihr habt irgendwo eine Bonusflagge. Ja. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist dann der Kapitän. Welche Sache kann man denn hier reinsetzen? Jetzt muss erstmal hier schnell den Kapitän aussuchen. Wir nehmen hier Franz von Lüttland. Und so habe ich ihn jetzt erstmal gescannt. Ja? Also, wer Anfänger ist und jetzt den ersten Mal Träger fährt, der sollte auf jeden Fall vorrangiges Ziel zuerst skillen, anstatt hier die Luftherrschaft. Vorrangiges Ziel setzt euch in die Lage zu erkennen, wie viel Flak auf euch schießt. Ja? Das wird einfach angezeigt. 5, 3, 2, 1 und so weiter. Ne? Umso weniger Flak auf euch schießt, desto besser ist das. Wenn ihr schon erfahrener seid, dann könnt ihr hier direkt mit der Luftherrschaft anfangen, um die Rückwartungszeit zu reduzieren. Das heißt, Flugzeuge werden schneller wieder an Deck geschoben. In Slot 2 ganz klar die Torpedobeschleunigung. Wir haben nur 35 Knoten bei den Torpedos. Ich beschleunige die immer ganz gerne, damit ich mindestens so 40 Knoten bekomme. Das ist also ja, eine richtig coole Sache, meiner Meinung nach. Und macht durchaus Sinn. In Slot 3, also in der dritten Reihe, zuerst geht ihr auf die Flugzeugpanzerung, um den Schaden, also bei allen Schiffen um 10% zu reduzieren. Den Schaden, den die Luftabwehr auf eure Flugzeuge macht. Deswegen Flugzeugpanzerung. Und in Slot 4 macht es bei der Graf Zeppelin definitiv Sinn, zuerst den Tarnungsmeister zu skillen, um auch da weiter runterzukommen mit der Sichtbarkeit eures Schiffes und eurer Flugzeuge. Deswegen so. Danach geht es weiter. Und ihr solltet euch überlegen, dann hier den Experten der Überlebensfähigkeit reinzuskillen, um da Trefferpunkte für eure Flugzeuge zu erhalten. Und wenn ihr das zusammen habt, dann solltet ihr weiter Punkte sparen und dann in die Visierstabilisierung investieren. Die Visierstabilisierung sorgt dafür, dass eure Torpedobomber, eure AP-Bomber und eure Schlachtflugzeuge sich schneller auf den Gegner einzielen. Und ja, damit ihr einfach eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit habt. Das könnt ihr natürlich variieren. Ihr könnt natürlich auch sagen, Experte der Überlebensfähigkeit mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe gleich erstmal auf Visierstabilisierung. Das ist vollkommen euch überlassen. Aber die Visierstabilisierung würde ich auf jeden Fall bei der Graf Zeppelin mitskillen. Ne? Dann haben wir das. Und wir hätten dann ja noch nach Adam Riese 2 Skillpunkte zu vergeben, wenn ich mich jetzt berechnet habe. Das heißt, entweder geht ihr hier oben auf
die verbesserten Motoren, um eure Staffelgeschwindigkeit kontinuierlich zu erhöhen, wobei die schon sehr, sehr gut ist und nicht unbedingt erforderlich ist, die noch weiter zu pimpen. Oder ihr geht hier eben oben auf einen verlängerten Motorboost, der nochmal 10% verlängert wird und könnt halt dann vorherige Ziel skillen oder Luftherrschaft oder, wenn ihr irgendwas davon nicht haben wollt, letzter Atemzug ist auch immer noch mal cool, wenn man mit der letzten Angriffsgruppe auf ein Ziel zufliegt, vorher den Motorboost schon verbraucht hat, dann wird er damit eben sofort wiederhergestellt. Wenn ihr hier auch nicht die Grundgeschwindigkeit verbessert haben wollt, sondern nur davon profitieren wollt, wenn ihr Trefferpunkte verliert, dann könnte auch Adrenalinrausch sinnvoll sein. Aber ich denke mal, dass es am sinnvollsten ist, wie gesagt, Visierstabilisierung und danach hier die verbesserten Motoren, also kontinuierlich mehr, also 2,5% mehr Geschwindigkeit zu haben und dann hättet ihr eure 19 Punkte vergeben. Wie gesagt, Abweichungen bestätigen die Regel und jeder von euch hat ja sowieso nochmal ganz bestimmte Vorlieben. Das hier soll eher eine Grundlage sein. So, jetzt sind wir einmal komplett durch den Träger durch und möchte euch jetzt ganz gerne nochmal ganz kurz was zu Pro und Contra bei dem Träger erzählen. Meiner Meinung nach sind hier gerade die Flugzeuge, dass sie besonders schnell sind, ein großes Pro. Ja, um einfach auch mal was Positives, also da in dem Beziehung was Positives zu sagen, ist es einfach so, die Flugzeuge sind schweineschnell und sind die schnellsten im Spiel aktuell. Ja, es gibt noch einen britischen T8 Premium Träger, der aktuell noch nicht im Spiel verfügbar ist, aber da werden die Flugzeuge voraussichtlich ein Tick schneller sein können. Dann kann man sagen, es gibt eine gute Sekundär, es gibt eine angenehme Scharfschaltung der Torpedos und die runde Zieleinrichtung bei den AP-Bomben. Die ist eben nicht eine Ellipse, sondern eben rund und die relativ genau. Das sind so die Sachen, die ich als positiv hervorheben würde. Sekundär hatte ich gesagt, ja, was ist denn besonders negativ? Also die schwachen Schlachtflieger sind natürlich besonders negativ. Also wenig Trefferpunkte, sehr langsam, wenig Raketen. Es sollten damit nur Schlachtschiffe oder Kreuzer angeflogen werden und keine Zerstörer. Könnt ihr damit eigentlich nicht jagen, ihr könnt das mit der Graf Zeppelin allgemein eher seltener. Ihr seid immer darauf angewiesen, dass eure Verbündeten dann mit draufschießen. Ihr habt eine ganz schlechte Verborgenheit, also die schlechteste im Spiel von den vier Premium-Trägern. Und ja, die Luftabwehr ist okay, aber sie ist auch nicht super. Ja, also nicht so wie bei der Enterprise. Und ja, das ist dann nochmal ein Kontra. Und was ich auch noch als Kontra mit sagen würde, ist die lange Einzielzeit der Torpedobomber. Die solltet ihr auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Ihr müsst euren Angriff vorplanen. Also durchaus auf 6 Kilometer schon mal anfangen abzutauchen und in den Anflug zu gehen. Weil es einfach eine ganze Zeit dauert, bis ihr euch eingezielt habt. Nichtsdestotrotz, die Graf Zeppelin ist nur in einem Punkt eigentlich so richtig, richtig geil. Und das sind die schnellen Flieger. Nichtsdestotrotz würde ich einfach sagen, die Graf Zeppelin gehört eigentlich für jemanden, der Schiffe sammelt und auch gerne Träger fährt, auf jeden Fall dazu. Das Schiff ist ja auch nicht total abgeschlagen. Also es sind halt immer nur so Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Und deswegen kam ich hier jetzt auf eine Gesamtwertung von 2,71. Das ist so mein persönliches Empfinden. Entweder geht ihr damit d'accord oder ihr habt einfach Verbesserungsvorschläge oder ihr seht das anders. Wenn ihr das anders seht, super gerne, oder wenn ihr auch genauso seht, super gerne in die Kommentare rein. Ja, unter diesem Video würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach noch mal euch dazu ein bisschen auslasst, wenn ihr sagt, wie findet ihr eigentlich diese Art von Schiffsvorstellung oder Schiffseinweisung mit diesem Vergleich, mit diesem Notensystem. Wir sagen ja, die Graf Zeppelin ist ein super Schiff. Das ist, ja, wir sind halt auch irgendwo Deutsche und irgendwo ist man Patriot ein Stück weit und interessiert sich natürlich auch für die deutsche Marine und so weiter. Ich glaube, dass da viel auch Emotion dabei ist, denn wenn man das nüchtern nach Zahlen sieht, gibt es sehe ich die Wertung von mir gar nicht mal so weit weg von der Realität. Aber gut, das ist halt meine eigene Sache. In dem Sinne, ich danke euch für die Zeit und hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Denkanreiz geben, vielleicht auch. Vielleicht wollte ich den Träger erst noch holen oder vielleicht habt ihr ihn gewonnen in einem Container, wie auch immer. Alles rein damit in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben bitte, ein Abo dalassen, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und auch gerne weiterempfehlen. Und in dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.